Schon in der Antike war der Marktplatz ein wichtiger Ort für den Austausch von Handel, Kommunikation und auch Information. Und das hat sich auch in der heutigen digitalen Welt nicht wesentlich verändert. Und so gibt es jetzt auch bei der V-Bank einen Marktplatz. Wir reden darüber mit dem neuen Geschäftsführer der V-Check GmbH, Florian Grenzebach. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, an wen richtet sich denn das Angebot dieses Marktplatzes? Um bei Ihrer schönen Analogie zu bleiben, aus der Herleitung, Herr Franik, wir haben natürlich ganz klar für uns zum Ziel gemacht, dieses Angebot auf dem Marktplatz ähnlich wie in der Antike nicht einzugrenzen. Uns war wichtig, ein breites Angebot zu liefern, Vielfältigkeit zu fördern und unterm Strich eine Dienstleistung, die bisher eher im elitäreren Gleis zur Verfügung gestanden hat, nämlich die unabhängige Vermögensverwaltung, für ein breiteres Publikum zu öffnen. Das heißt, unser Marktplatz richtet sich an alle Privatkunden primär mit unterschiedlichsten Dienstleistungen. Wir wollen auf unserem Marktplatz alle abholen, sowohl dem vermögenden Kunden, der sich einen Vermögensverwalter sucht für persönliche Gespräche und für die persönliche Vermögensanlage. Gleichzeitig wollen wir aber auch die Kunden bedienen, die nach einer schnellen Lösung suchen, die gerne mit einem kleineren Betrag in den ähnlichen Genuss eines institutionellen Anlegers oder einer Stiftung in Sachen Beratungsqualität und Anlagequalität kommen wollen. Und das werden wir über den Marktplatz bewerkstelligen. Zusätzlich, darüber hinaus, ist uns nicht nur wichtig, die Vermögensverwaltung zu befördern, das Thema Vermögensanlage letztendlich gut zu erklären, sondern auch am dritten Punkt letztendlich Vermögen zu sichern. Dann gucken wir uns doch mal einzelne Themen an. Natürlich finde ich als interessierter Kunde dort auch verschiedene Vermögensverwalterstrategien im Marktplatz. Aber wie erkenne ich jetzt, welche Strategie zu mir passt? Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist genau die Krux, das digital letztendlich zu unterstützen. Hier war uns wichtig, wir sind als V-Check absolut neutral. Neutral heißt für mich, wir stellen Informationen zur Verfügung und der Kunde soll für sich die Parameter setzen, die ihm in der Vermögensverwaltung oder in der Vermögensanlage wichtig sind. Das heißt, wir werden diese Vermögensverwaltungsstrategien in eine Übersicht bringen und wir werden Filterfunktionen zur Verfügung stellen und dem Kunden die Möglichkeit geben, nach Themen wie Nachhaltigkeit, Substanzerhalt, nach Renditezielen, nach Laufzeiten selbst zu sortieren. Aber wir müssen ja noch einen Schritt weiter gehen. Die Strategie ist das eine. Ich muss ja auch einen Vermögensverwalter finden, der zu mir passt. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Thema Nasenfaktor. Wie gelingt das am besten? Das ist tatsächlich eine populäre Frage. Uns wird sehr oft die Frage gestellt, was ist denn eigentlich ein guter Vermögensverwalter oder was macht den guten Vermögensverwalter aus? Für uns ist jeder Vermögensverwalter gleich gut, weil wir sagen, das ist ein subjektives Empfinden. Jeder hat einen anderen Anspruch an einen Vermögensverwalter. Wir wollen nur diese Ansprüche alle auf eine Seite bringen und ihnen die Möglichkeit geben, mit ihren Ansprüchen den darauf passenden Vermögensverwalter zu finden. Das heißt, jeder Topf findet bei uns den passenden Deckel. Das ist ein einfaches Fazit und jeder setzt seine Parameter dort, wo er sie für wichtig erachtet. Abschließend die Frage, worauf es jetzt bei der Vermögenssicherung ankommt. Denn das ist ja der Kern dessen, was Sie wollen in Kooperation mit den Vermögensverwaltern. Welche Punkte haben Sie da herausgearbeitet? Wir stellen fest, dass wenn man sich um das Thema Vermögen kümmert, und das ist das, was wir auf dem Marktplatz tun wollen. Wir wollen unabhängige Vermögensverwaltung erklären. Wir wollen die Vorteile klar machen. Was ist denn der Unterschied zu den Privatbanken oder zum Robo-Advisor? Und wenn ich das Thema Vermögen betrachte, dann muss ich es ganzheitlich betrachten. Und es gibt viele Studien, die belegen, dass das größte Risiko für ein Vermögen nicht Börsenentwicklung ist oder entsprechende Marktbewegungen, sondern das größte Risiko ist eigentlich Scheidung, Krankheit und Tod. Und das sind Dinge, die man ungern natürlich bespricht. Wir wollen das Thema aggressiv angehen und bieten die Dienstleistung der Vermögenssicherung, der Nachfolgeplanung auch über diesen Marktplatz an. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg auf diesem Weg mit dem neuen Marktplatz. Florian Grenzebach, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Franik.